Schönen guten Tag bei uns auf dem Kanal, willkommen bei Benny und Steve. Wir spielen heute das Indie-Horror-Game Gilgotha für euch. Ich bin der Steve, da drüben sitzt der Benny. Der Benny ist heute der Spielende. Und ich freue mich ganz doll. Ne? Ich würde mal sagen, play a new game. Ne? Okay. Kleiner Tipp, dieses Spiel wurde empfohlen von Dave. Grüße gehen raus, Dave. Danke für, das, für die Spielempfehlung auf Discord. This game is addicted to Dave. Und ich schau mal rein. Hey, wir sind in einer schönen Station. Explore the station and find the exit. Press Tab for inventory, press 1 to equip. Okay. Und press eins. Escape for pause menu. Put away. Eins ist aber auch unorthodox. Ach so, ja, okay. Ich muss. I found the lantern. Okay. Hat die eine Ablaufzeit? Also verbrate ich irgendwas an Öl? Na, hoffentlich nicht. Hör dir mal die Sounds an. Die sind ziemlich geil. Warte mal, ich mach mal mein Headset ein bisschen lauter. Ich stehe ja sowieso drauf, irgendwie, wenn Horror-Games echt laut sind. Das ist Gott sei Dank hat Vater jetzt auch keine Punkte mehr, die er jetzt abfeuern kann. Aber ich sag mal, Herr Junge hat noch ein paar Points. No. Okay, also wir sind jetzt hier an der U-Bahn-Station. Ne? Und Alter, die Soundkulisse ist, aber auch die ist geil. So, wisst ihr, so 2019, 42, irgendwie scheiße los, alles war übel, aber Graffiti, sowas wurde trotzdem entwickelt. Ja, wir sind jetzt 2003, wurde ja reopened. Genau. Schön. Achso, aufs Frauenklo können wir aber aufs Herrenklo nicht. Na, das. Ja, na, vielleicht sind wir eine Frau mit dicken Unterarmen, kann ja wohl sein. Das ist doch einfach machen, ne? Aus dem Ringerkader. Haben wir wieder kein Spiegelbild? Stevie, wir haben. Naja. Wir sind wie ein Vampir. Wet Floor. Hm. Oh, guck mal hier. Ein kleines Zettelchen. Kann ich das auch irgendwie ordentlich lesen? Oh Gott. Good morning, Terry. We understand that you are aware of the happened on Thursday evening. Everybody here to Blackwater Stations are immensely devastated after hearing the news on what happened to our beloved friend and college Bobby Fletcher. We understand that you were good friends with Mr. Fletcher and we cannot imagine the emotions you are feeling right now. The management team are willing to offer you time for grieving of a necessary and time for reflect away from the work environment, if required. Please don't hesitate to come and speak to us if you have any questions or concerns. Thank you, Kevin Smith, the general manager. Okay. Rotate. Achso, kann ich nicht. Kann ich jetzt rotate? Okay. Warum steht da unten, ich kann rotaten? Kann das gar nicht. Nicht mit gedrückt halten oder so? Nee. Gerade hier gedrückt gehalten. Nothing happens. Naja, klebt ja auch an der Wand. War das jetzt hier ein Sound-Alert oder? Nee, war nicht. Super nice General Management. Ja. Okay, hier kann ich durchgucken. What is in there? Der alte Perversling so. Gut, machen wir erstmal die Tür zu. Kann ich wirklich nicht aufs Männerklo? So ein Frauenklo. Kann ich durchgucken. Das ist aber schön. Hallo. Schön. Okay. So, wo geht's jetzt hier? Ach, hier kann ich auch wieder rein. Ach, ist ja Neverending Story hier, ey. Ist ja riesig. Wir laufen erstmal nach hier hinten, um... Okay, wir laufen vielleicht nicht. Na, ist okay. Ist schon unheimlich. Ich gehe hier einfach rein. So wie bescheuert kann man dann eigentlich sein, irgendwie, wenn die jetzt den Tunnel wieder aufmachen. Er kraxelt da drin und hat noch nicht mal eine Taschenlampe dabei. Wie blöd kann man denn vorbereitet sein? Oh je. Nimm den Bob! What the f... Lass... Okay, ich geh wieder raus. Was ist... Warte mal, was leuchtet da? Toilettensimulator. Na, das ist doch hier nur ein Rauchmelder, oder? Na klar, natürlich. Der ist, 1942 ist da installiert worden. Hallo? Red Security Level. Hm? Okay, wir brauchen eine rote Security Card. Alles... What the f... Ach, Mogel-Jojo, hör auf damit! Ist so fies. Ich dachte jetzt gerade, jetzt kommt hier von irgendwo. Ey, Mann! Jojo! Mach doch nicht sowas. Was ist das?
Jetzt kann ich mir die... Ich kann das aber noch nicht... Kannst du dir anschauen. Ich kann das nicht rotate. Ja, read. Vielleicht the first train to depart from Blackwater Station 1906. Okay. Okay. Kann ich mir jetzt jedes einzelne angucken? Ja. Oh, guck mal. Ticket. Der Ticketverkauf. Ja, und da saßen sie alle. Was war das? Also, okay, ich muss ja sagen... Der Job des Bahnsteigfegers. In. Oh Gott. Ach, ey. Ja, das waren Zeiten, ey. Da sieht man mal, wie gut wir das haben. Irgendwie, ja. Dass wir so eine Scheiße nicht miterlebt haben. Und hoffentlich nie werden. Oh Mann. Okay. Hör doch mal auf. Oh, die Milch muss doch bestimmt auch nicht mehr so gut sein, glaube ich. Lass mal dran riechen. Ja, ja. So, okay, gehen wir erstmal hier wieder raus. Okay, gut. Also, Atmosphäre hat das Spiel? Ja. Das ist auf jeden Fall safe. Karoon. Schade. Wird schon wieder gerade ins Damenklo? Ja, die Herren interessieren mich ja nicht so. Guck mal hier. Du Schwein. Okay. Dann gehen wir mal weiter gucken, weil wir brauchen ja... Man was what struck and killed yesterday evening at 16:56. Hey, hört doch mal auf. On the eastbound platform in Blackwater Station, so the man barked past commuters and threw himself in front of the train upon impact. Suffered a severely broken back, multiple fractures, and a tremendous amount of blood loose resolution. Sich schön selbst und andere vor den Zug geworfen, Alter. In his dimmes, okay. Also, warum wird mir unten diese Option mit Rotate angezeigt und ich kann nichts rotaten? Ist bei den Frauen auf Toilette eh gruseliger. Okay. Okay, dann lass uns mal das weiter. Glauben wir dir jetzt einfach mal so. Jojo. Kann ich. Okay. Wo geht es jetzt hier überall hin? Push. Okay. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das funktioniert, aber es funktioniert. Naja, Emergency, warum müsste ja eigentlich immer offen sein. Mhm. Hier komme ich nicht runter, ne? Okay, sehr gut. Okay. Sackgasse. Ja, wir gucken jetzt mal nach der roten Security Card. Ob er da. Wo die versteckt sein könnte und. Der Bahnhof ist echt groß. Also, wir sind ja noch nicht mal an der Train Station angekommen, aber. Ah, okay. Ja, so ein bisschen hier. Alexanderplatz, U-Bahnhof. Ja! Sieht genauso aus. Ja, bei den Männern stinkt es, aber bei den Frauen ist es meist mega eklig. Warum eigentlich? Warum eskaliert denn ihr Frauen da so? Also, nicht ihr, die jetzt hier anwesend seid, aber mal so generell. Wieso? Was ist da los? Ja, das ist eine gute Frage. All Trains. Alle Züge. Also die Grafik finde ich tatsächlich auch ziemlich cool, weil die halt einfach so... Dieser matschige Filter, diese Körnung, ich mag das halt sehr an Spielen irgendwie. Hey. Hey. Und dadurch alles immer so ein bisschen wie so ein japanischer Horrorfilm aussieht. Oh. Muss ich eigene Schritte ausschicken. Okay. It's locked. I need a key to open it. Okay. Cool. Gut, dann gehen wir jetzt in den Zug. Achso, wir können nur davor einsteigen. Aber die Sounds sind doch wirklich echt mega cool gemacht. Ja. Im Spiel. Also. Die gehen deep. Die gehen richtig deep. Kann ich hier durch? Nee, kann ich nicht. Oh, das sind. Da, das ist. Security Card. Ach, guck mal, jetzt kann ich drehen. I found a Security Card, ja. Aber ist das doch die rote? Ja. Oder ist das jetzt einfach nur die schwarze?
Nee, mit einem roten Streifen unten. Ich glaube, das wird die rote sein. Okay. Also, ich hoffe. Wir gucken mal, indem wir erstmal hier ganz kurz uns umschauen. Weil meistens, wenn du sowas aufnimmst, ist ja dann Jumpscare. Muss man jetzt kurz fragen, ist das ein Itchy-Game oder ein Steam-Game? Das ist ein Steam-Game. Achso, nee, warte mal, das ist ja zu. Das ist ja zu. Ja, ist ein Steam-Game, ist für Umme. Also ist wirklich kostenlos. Und cool. Ich glaube noch nicht mal, dass das mit dem. Oh, was passiert? Hör doch mal auf! Mann! Ist definitiv Alexanderplatz. Warte mal, wenn ich hier. Ich meine, da ist ein Absperrband. Ja, I know. But. Nein. Komm nicht vorbei! Komm nicht vorbei! Er hätte sein können, dass da vielleicht der Schlüssel liegt für die Tür. Wobei, wahrscheinlich wird die bei der Security-Geschichte sein. Ich gehe mal davon aus, wir müssen wahrscheinlich jetzt einmal kurz zu diesem Lock. Zum Kartenleser. Genau. Da wird sich dann der Schlüssel verbinden, das heißt, wir müssen dann wahrscheinlich wieder zurück. Oh, fuck Alter. You! Hallo? Hat der mich, also das hat mich gerade komplett. Schlimm! Übrigens auch. Mich auch. Sollten wir vielleicht auch als Sound-Alert einfach mal mit einbauen, so ein Telefon klingeln, so einfach so. Mini. Geht gut auf jeden Fall. Ei. Also ich hab Gänsehaut die ganze Zeit. Ja. Ja bitte, ich dachte es mir auch gerade. Ein Telefonsound fehlt. Was? Okay. Wir sind im Security Room. Security! Was liegt denn auf dem Boden? Alles, was ist denn? Ist das Fort? Nee, das ist einfach bloß Dokumente. Ne? Okay. Oh Gott, was haben wir denn jetzt hier? So. Oh nein, Erscheinungen oder was? Ghost Court on Tape. No. Müssen wir jetzt die Stellen ablaufen? Müssen wir die Stellen finden? No, ich will das nicht. Stevie, wir spielen hier nicht Phasmophobia oder so, oder? Ey, hör doch mal auf. Du wolltest doch immer mal. Ja, Phasmophobia mit dir, wenn du auch spielst und nicht, wenn ich allein. Nö, ist nicht Phasm, ist eher The Ring. Schön. Okay. Was ist jetzt der Fernseher angegangen? Oh, da steht da. Jemand. Ist doch ein kleiner Bube. Was macht ihr alleine auf dem Bahnhof, auf dem Bahnsteig? Alter. Das ist doch. Hä? Wohn. Der ist das. Ja, ich sehe einen Typen, aber. Achso, ja. Du hast gedacht, das ist jetzt Spiegelbild. Ja, ich habe jetzt gerade gedacht, dass das da der Fernseher ist, da unten rechts, und dass der hier vorsteht. Ja, das wäre finster. Vielleicht sind wir das. Ohne Lampe. Du es einfach ausschalten? Ist das eine Option? Schade, okay. Ja, wenn wir da sind, warum bewegen wir uns denn nicht, wenn es. Naja, es war auch nur ein Spaß. Ansonsten hätten wir auch eine Laterne in der Hand. Okay. Ach ja, stimmt. Es gibt nur die zwei Kanäle. Ja, ist wie Osten damals. Oh, kann ich da. Aber wir haben keinen Schlüssel. Ne? Warte mal, aber hier vorne ist ein Schlüssel, der abgebildet ist. Du hast recht. Where is the key? I see the key. Also wir sind nicht im richtigen Raum anscheinend dann. Warte mal, ist das Radio? Was? Nein, nebenan ist so ein Radio. In der kleinen Abstellkammer. Wenn du jetzt gerade raus und dann rechts gehst. Ja. Meinst du das? Oder, Weiß nicht. Also. Okay. Es ist halt ein dunkler Raum mit einem kleinen Kasten davor. Ich rate nur. Hier vorne war das, wa? What? Nee, nochmal zurück. Nee, warte, doch, ich will nur mal ganz kurz für mich. Oh, kurz Luft holen. Ja, okay, danke. Ich weiß, dass hier vorne, glaube ich, irgendwas aufgegangen ist. Alter. Okay, Dave hat auf jeden Fall nicht gelogen mit. Das Ding könnte höchst werden, du. Oh, bitte klicken, Leute, ey. You don't belong here. Ja. Und wie kann ich wieder gehen? Merkst du, ja? Wenn dir das Spiel sagt, dass du nicht auf die Herrentoilette gehörst. Oh,
schön. Schön. Einfach schön. Was ist denn hier für ein Lockerroom? Ist ja für. Nee, ist ja für Herren, ist halt uninteressant. Boys. Also, da ist ja. Da will ich ja nicht hin. Ich will zu den Frauen. Hör doch mal auf. Kein Kraftausdrücke. Ja? Haben wir Kraftausdrücke? Oh ja, ich glaube ich. Ist mir vorhin. Ja, okay. Forgive me, Jillian. Some people are not cut out for the life they are giving. I make sure to come back. Please don't hate me. I'll give our love to Juliet when I see her. Was? Kann ich das rotaten? Nein, geht doch nicht. Weiß ich nicht. Hör doch auf, warum macht ihr das automatisch? Okay, er macht das auch noch. Ach, hey. Und Schlüssel. Schön. Ich hab nichts gedrückt. War ganz schön heiß, das Wasser. Das Wasser. Das Wasser war ganz schön heiß. Ja, Font ist Steel Key. Steel Key, schön. Ja. Ah, okay, und hier kann ich jetzt nichts weitermachen? Nee. Bin nicht böse drüber. Nee. Ich hinterfrag das auch gar nicht. Ich geh jetzt einfach wieder da unten hin zur. Da, komm mal, ran mal jemand da rein. Ich hätte nämlich gedacht, dass hier eventuell in dem Regal da der Schlüssel liegt, irgendwie. Nee. Weil so ein Kasten. Verdammt. Oh nein, und Zug ist jetzt eingefahren? Nee, nein. Mach doch bitte nicht sowas. Oh, Alter, ist das laut! Vermaledeit nochmal! Ah, nee! Okay, ich hab hier gerade was gehört. Wie ist also, ich weiß nicht, wie bei dir ist, Benny, aber ich hab richtig krasse Gänsehaut. Ja. Einfach bei mir auch. Ja. Okay, ich kann hier nicht rein. Also, gehen wir erstmal wieder zur Station runter. Also, finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm, dass du da nicht reinkommst. Man muss ja nicht immer jeden gruseligen Schemen hinterherlaufen. Ja? Gebe ich dir recht. So, wir hatten ja immer diese Geistersichtung. Und an der Station war ja auch irgendwer, irgendwas, irgendwie. Ja, hier war der Junge. Oh. Wir wurden geschubst! Also so auf so einer Rolltreppe irgendwie sich maulen, das ist glaube ich auch richtig schmerzhaft. Warning. Was ist denn das? Geht da oben was raus? Ich weiß es nicht. Hin. Oh no. Final Warning. Letzte Warnung. Egal. Wir sind die Ghostfacers und haben keinen Schiss. Ghostfacers! Oh Gott. So, mal gucken, ob wir den kleinen Jungen jetzt unten auf dem Bahnsteig sehen. Da sehe ich ja erstmal nichts. Oh, ich kann mich sogar leicht ducken. Auch nicht schlecht. Ja, sieht schon so aus, als wenn man unter dem Rock vorschaut, oder? Ja, auch so. Der Zug ist weg. Der Zug ist gone. Und dann bei. Oh! Ich wollte gerade sagen, geh mal kicken. Da hat sie aber. Oh nein, da steht mal was. Ja. Don't listen to them, come find us. We are waiting. Ich weiß nicht, ob das so clever ist jetzt. Ich glaube nicht, dass das eine Demo ist hier drüben. No. Wo ist Benny? Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Was machst du so einfach, weil du nicht zockst? Genau. Ja. Okay. Keiner würde das Ding hinstellen. Jeder würde einfach drüber hinwegsteigen. Ja, oder drunter. Drunter durch noch. Walkie-talkie.
Was? You die? Also den ersten Satz habe ich jetzt nicht verstanden. Irgendwie hab bloß you die verstanden. Okay. Also. Ja, also, ich weiß nicht. Plitsch, platsch, plitsch, platsch. Also, man muss wirklich. Dem Game ist man auf jeden Fall. Also, ich muss ihm wirklich Props geben für die Atmosphäre und für die ganzen Sounds, die sie hier machen. Das ist schon sehr Europalette. Leck mich am. Also die Sounds sind wirklich brutal, ey. Meine. Ja, climb down. Dann runterklettern. Space. Oh no, 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 no. Oh nee, Stevie. Unangenehm, wirklich sehr, sehr unangenehm. Ja. Kann ich anders sagen. Ah, aber es geht noch dunkler. Schön, schön. Nimm doch deine Lampe in die Hand! Was? Mann! Oh. Okay. Okay. Ich dachte, da wäre jetzt irgendwie ein Ausgang, Eingang, I don't know. Was? Die Lampe bringt überhaupt nichts. Na, nur so ein bisschen was. Also, ich meine, ich kann sie ja mal wegstecken. Ich weiß zwar nicht wie, aber. Achso, eins. Also, die Lampe bringt schon ein bisschen was. Nö! Ah, meine Güte, Alter. Das Spinnennetz gerade. Das war hier genau. Aber so mal ich es auch im Real Life so. Immer ne? Das Spinnennetz. Europalette. So, Euro, aber so mitten drin in den Zement. Ja. Geil. Was ist das da vorne? Sehe ich da irgendwas? Unten können wir alle fliegen, Georgie. Ah. Hoch einbetoniert. Okay. Da liegt. Hört da ein Wimmern? Ja, deswegen ich. Beweg dich mal nicht, bitte. Nee, fliegen. Wie schön. Hm. Okay. Oh, Hostel. Oh Gott. I'm singing in the rain. Just singing in the rain. Oh nee. Nee, nicht sowas, Freunde. Faller schreibt gerade Uber Orange. Absolut. Oh, krass, Massengrab. Ohne Grab. Oh, Scheibenkleister. Mit Hasi. Oh, ist das finster, ey. Jetzt überleg mal wirklich, du findest sowas. Ey, das ist das Schlimmste überhaupt. Oh nein, kann ich jetzt auch noch hier hochlaufen? Nee, kann ich nicht, okay. Treppe ist nur Deko. Okay, weiter geht's! So, man stelle sich mal vor. Du gehst da runter. Du findest sowas und dann geht dir die Lampe kaputt. Was zur Hölle? Meinst du einfach so? Meinst du also einfach? Ja, ne, du kommst ja nicht mehr raus irgendwie. Du siehst ja gar nichts mehr. Und taste dich doch mal durch so einen Raum voller Leichen.
Das ist nicht so geil, glaube ich. Nee. What the fuck? Hört doch. Wo ist denn. Warum? Lampe? Warte, Lampe nicht? An! Ja, ist doch an! Nee! Ah, sie ist an! Was ist denn? Ich siehst du gar nichts! Ich seh nichts mehr! Was ist denn. Wo muss ich denn hin? Ich laufe jetzt einfach da lang. Oh Gott! Lauf ich noch richtig? Es ist halt jetzt wirklich ein Spiel, ey. Oh. Das ist doch kein gutes Ende. Und ich weiß jetzt auch nicht wirklich, ob ich jetzt wieder zurücklaufe oder richtig laufe. Nee, ich glaube, das sieht ganz gut aus, oder? Ja. Wer war das? Jojo. Alter. Diese beknackte Schaf. Vielen Dank, Jojo, dafür. Vielen Dank. Oh, was? Oh, wie? Oh, komm. Oh. Lauf, Benni, lauf! Ich kann nichts nehmen, ich steuere nicht! Ich mach nix! Ich mach alles automatisch! Alter! Ja, lauf doch hinne! Nein, 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 nein! Nee, auf gar keinen Fall! Nein, kannst du vergessen, wer seid ihr denn, Alter? Oh no. Unheimliche Arschlochfamilie, ist mir egal. Los. Nix kommt weg. Ja, schon sind sie weg. Oh, Hilfe. Mann. Oh. A game by Craig Lawrence. Thank you for playing. Ja. Ja, dann würde ich sagen, Benni, wir sehen uns zum nächsten Schlüpfersprenger wieder. Ja. Bis zum nächsten Projekt. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss.